Ja, liebe Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn, wieder mit dem René und mir. Wir machen heute mal weiter. Was machen wir denn heute? Ach komm, wir machen Grace. Ich halte euch noch ein bisschen hier mit der Mission, mit der Hauptstory-Mission. Ist ja kurios. So, 600 Meter, haben wir ein Fahrzeug irgendwo stehen? Aber wir können hier, glaube ich, sogar einen spawnen, das ist hier schon außenposten. Ah. Müsste eigentlich hier, ja, hier. Wie bei Far Cry 5 gibt's hier diese. Ja. Was können wir denn spawnen? Jerome's Kirche steht noch. Ein Glück. Da bin ich gleich. Lass uns doch mit dem Auto hier fahren. Jo. Kein Problem. Dann fahren wir Auto. Die Musik soll das vielleicht ausmachen. Achso. Ich weiß nicht sicher, weil Far Cry hat, soweit ich weiß, hatte man das schon ganz flott in den Optionen nachgucken, sorry. Weil, da vorne ist wieder so ein Asgeier. Gameplay. Wir haben nämlich, soweit ich weiß, einen Streaming-Mode. Ja, ich mache mir meine Musik mal gerade komplett. Warte mal, soll Musik aus. Yeah. Ja, ich weiß. Ah, okay. Da. Ja, dann ist okay. Dann lassen wir es mal so. Dann machen wir den Streaming-Mode an. Und dann funktioniert ja, das Ganze. Auch angestellt. Genau, dann sollte nämlich nur lizenzierte Musik laufen. Also ja. Nicht lizenzierte Musik laufen. So rum. Den Typen da vorne werde ich mir gerne mal mitnehmen, noch schnell. Jo. Lass dich von diesen Zwillingen nicht für dumm verkaufen. Wunderbar. Dann war den auch soweit. Aber wenn der schon mal auf der Straße stand, dann nehmen wir den noch mit. Ja, eben. Du hast eine Voraussicht von unterwegs. Ich wollte den falschen Fahrzeug einsteigen. Da war eine Voraussicht gerade. Warte mal. Huch, echt? Ja, irgendwo ist gerade was runtergegangen. Ah ja, da fliegt der Flugzeug. Wo sind die runter? Da wirft es. An dem Flugzeug. Oh. Wow, oh, Hund, Hund, Hund. Ich bin immer so keiner, der. Ich wollte es gerade sagen. Ich schieße immer nur so. Richtig, aber das ist. Ich bin immer so keiner, der welche Tiere unnötigerweise schießt. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Eigentlich bin ich voll tierlieb, aber. Ich hab den Typ auch erschossen. Bei Primal ist das ja essentiell, du musst ja jagen gehen, das ist ja. Ja. Bist du mal hier? Scheiße, was war links? Oh, die fliegt. Leg mich doch. Das treibt weg, du musst dich ja vorstellen, vielleicht ein bisschen. Ja, was für eine Idee. Hab's. Panzertape, sehr gut. Vitanul 40, das heißt wieder Prosperity, den später aufbauen. Jawohl. Die Garten, die Kräutergarten aufbauen. Ja, ja, genau für diese Sachen solltest du dein Ethanol echt sparen. Für, da ist sowas, was für Prosperity aufbauen am Anfang, genau. Und da vielleicht auch immer ein bisschen logisch denken, immer ein bisschen gucken, was die Aufwertung macht. Zum Beispiel, wie gesagt, die Werkbank. Ist sehr wichtig am Anfang aufwerten. Ja. Oder Medipacks, wie du auch aufgewertet hast, oder der Kräutergarten ist auch gut. Ja. Ich glaube, viele haben wir nicht mehr so viele Punkte. Ich glaube, ein oder zwei müssen noch sein. Alles andere habe ich ja eben gerade gemacht. Ja. Ja, du wirst auch noch Expertenfall spielen, dann hast du wieder mehr Punkte. Ja. Da haben wir einiges zu tun. Oh ja, alles gut. Richtig mies, hier verfolgen die einen richtig.
sind wir angekommen? Jo, kein Punkt mehr angezeigt. Dein Zielpunkt. Ah, wir sind angekommen. Das ist da. Ich krieg aber Besuch. Einer tot, da muss aber noch einer rumrennen irgendwo. Und dann. Jawoll. Wunderbar. Haben wir noch Geiseln gelebt? Keine Ahnung. Achso. Scheiße. Das haben die übrigens auch cool gemacht in dem Spiel. Wenn du Geiseln und so jetzt kriegt man einen Skillpunkt. Okay, das ist gut, ja. Ja. Also das lohnt sich richtig. So, das hat mich beim Fünfer ein bisschen gestört und auch beim Vierer und alles. Beim Fünfer kriegt man ja nur diese Befreiungspunkte für das Gebiet. Mhm. Sobald du das Gebiet befreit hast, und lohnt es sich einfach nicht mehr Geiseln zu befreien. Und dann, ich weiß nicht, das kommt halt immer ein bisschen blöd. Du fährst durch die Gegend, da ist dann so drei Geiseln, die bedroht werden, und du fährst einfach freundlich dran vorbei, so weil es sich einfach nicht lohnt, die zu befreien. Mhm. Gut, also und der Vierer ist dasselbe Spiel. Wir müssen hier Grace holen. Die Schrottfarm. Wir haben einen Gegner bei uns. Ja. Aber wo? Ich höre sie, aber sehen tue ich sie nicht. Aber die sehen mich so ein bisschen. Ach, da oben. Ich habe einen gesehen, warte. Ah, die Steinschleuder, ich liebe sie. Ich weiß nicht, wo der mich hergeholt, wo der mich hat. So, ich hab den Scharfschützen und den anderen habe ich auch noch. Gut, dann nochmal. Oh, wenn okay. Du die Steinschleuder einsetzt, musst du dran denken, da einen Pfeil einzulegen. Du hast standardmäßig dann Stein drin. Die Highwaymen sind okay. Sehr glücklich über dich. Gut. Höchste Zeit, dass die jungen Leute mal was unternehmen. Ich bin Grace. Und wenn ich nicht blind werde wie die Nacht, werde ich an deiner Seite kämpfen. Ich habe nicht mehr so viel Dampf wie früher, aber ich packe immer noch gerne mit an. Als mir klar wurde, dass ich nicht mehr so zielen und schießen kann wie früher, habe ich eine Waffe gebaut, bei der das egal ist. So gesehen hast du mich sogar dazu inspiriert. Wenn ich nicht so bescheiden wäre, würde ich sagen, das ist die beste Waffe in ganz Hope County. Das Problem ist nur, die Highwaymen haben sie mir geklaut und zum alten Bahngelände gebracht. Da horten sie den ganzen Kram, den sie den Leuten hier gestohlen haben. Es wird nicht leicht, aber glaub mir, die Belohnung ist das Risiko wert. Hol dir die Waffe, klau die Vorräte zurück und mähe alle Hohlböhren nieder, die sich dir in den Weg stellen. Gut. Spielverderber, die Story-Mission. Ich hab gehört, jo, auf geht es, Spielverderber. Die Waffe guter von Westholkorn. Guter Hund, guter Hund. Guter Hund, steht hier. Gut, da bist wo, du. Wo ist die Mission denn? Hm. Wurde dir angezeigt? Also mir wurde nichts angezeigt. Ist wieder so viel Dings. Ja, die ist, Moment, ich guck gerade, wo sie sein könnte. Timber, Ausbruch. Ah, Spielverderber, war das sie? Die da, Mission ist das ja. Okay. Ist aber weit weg. Okay, das AK ist sogar ganz cool. Dann auf. Punkt ist markiert. Oh, ein Bison. Ey, wieso bremst der denn? Ups. Oh. Thank you.
Direkt neben uns steht ein Gegner. Du kannst ihre Versorgung unterbrechen, indem du sie hochjagst oder noch besser, indem du sie kaperst. Bring ihre Trucks nach Prosperity oder zu irgendeinem Außenposten, der uns gehört. Ja gut, das kennen wir ja auch aus Teil 5. Können wir Zeugs ausbauen, holen? Sollen wir machen? Ja. Ja, wir können ja nur, kann ja nur gut sein. Ja, eben. Oh, eine Geisel. Nehmen wir die mit. Befreien wir die mal. Vortestpunkt erhalten. Mhm. Deswegen wollte ich das machen. Ich gucke mich aber nur mal gerade kurz nach oben. Weil hier könnten ja durchaus Utensilien sein. Genau, ich kam nicht drauf. Komponenten. Schwarzpulver ist hier gefunden, habe ich gefunden. Oh, hier oben ist eine Kiste mit Komponenten. In diesem Gebäude drin geht es eine Holztreppe hoch hier. Sehe ich. Man steht hier in der Ecke neben dem Regal. Es gibt 4 Stück insgesamt. Okay. Hau von mir, Wildschwein. Das meine ich, die Schleuder macht einfach unheimlich viel Schaden für das Level. Die one ziemlich viele Gegner und Tiere. Du sollst den Truck nicht in die Luft springen, der gerade kommt. Nee, ich habe versucht, den Fahrer auszuschalten mit dem Pfeil, aber das hat nur halb gut funktioniert. Hier unten ist die nächste Komponentenkiste. Der Fahrer ist tot, glaube ich. Nee, doch nicht, der fährt wohl weiter. Ich dachte schon, ich hätte ihn erwischt. Zweiten Teil, muss auch noch was geben. Ich soll noch eine Komponentenkiste sein. Wir können doch nicht so blind durch die Gegend laufen. Ah, da oben drauf bestimmt. Ich habe 2 von 4. Ich habe auch 2, glaube ich. Ah, hier oben ist noch einer. Oben ist auf jeden Fall einer. Ich weiß nicht, ob du die schon hast. Wenn du, wo stehst du denn? Wo bist du? Ich laufe gerade durch die Gegend. Ah, okay, im Prinzip von der anderen Seite des Gebäudes, wo du bist, geht irgendwo so eine Feuerleiter hoch, sag ich mal. Und da oben drauf ist, Feuerleiter? Wo? Hier auf dieser Plattform. Ich brauche keine Feuerleiter. Ja, du hangst dich da gerade dran hoch. Ja, das war der Plan an der Sache. Sehr gut. 3. Dafür habe ich den Kletterhaken. Ja, der ist Bombe, der Kletter. Auch in diesem Spiel. Oh ja, ganz oben ist auch noch einer. Dann waren das alle 4. Ja, und hier ist noch eine Kiste in der Ecke. Dann waren das alle 4. Super. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann können wir jetzt quasi weitermachen zum nächsten Teil übergehen. Zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Das war, wie gesagt, eigentlich nur Zufall hier. Aber wie gesagt, das passiert öfters mal. Es wird auch öfters noch passieren in diesem Let's Play, dass wir einfach mal Geiseln befreien müssen oder irgendwas dazwischen kommt. Das ist halt Far Cry, das kommt immer wieder vor. Das wird doch nicht aufhören. Besonders, weil es sich halt durchgehend lohnt, Geiseln zu befreien zum Beispiel. Hier liegt doch eine Kiste. Ja, komm, da kletter ich jetzt nicht extra nochmal hoch.
Ich bin ganz unten schon wieder, ich bin einfach runtergesprungen. Oha. War keine gute Idee. Ich hab den Gleitschirm benutzt. Nee, war keine. Warte, das sehe ich allgemein, ich habe gerade nur ein bisschen Mist gebaut. Achso. Nee, ich habe ein Bienennetz zerschossen. Oh nee, das war wirklich. Und so die haben mich dann natürlich angegriffen. Ja, klar. Das kann ich nachvollziehen, das würde ich als Bienen auch tun, wenn ich ehrlich bin. War meine eigene Schuld, klar. Alles gut. Ja. Passiert. Oh, hier ist aber eine. Aber ich deaktiviere das Ding, glaube ich, ne? Ja, sehr gut. Die Tiere haben das Land komplett zurückerobert. Besonders nachts. Ich komme mir wie ein Eindringling vor. Ach, du bist das, okay. Dann Abflug. Überfahr den einfach. Der lebt noch. Doch. Im Zweifel spielen wir das Spielchen anders. Wenn er nicht will, wie wir wollen. Nö, nee, ach, sonst hätte ich den nicht. Also ich bin mit dem Schatz in einem Geschütz noch nachgezogen. Auf Nummer sicher gehen. Mhm. No. Oh, Außenposten. Komm, den machen wir noch mit. Ich wollte gerade fragen. Ja, klar. Wenn wir die Außenposten direkt mitnehmen, ist das vollkommen okay. Ja. So, verwende am besten, wie gesagt, die Schleuder mit dem Pfeil. Damit hast du eine relativ gute Reichweite. Und leise und der macht gut Schaden. Wie kann ich die Teile wechseln? Du gehst ins Waffenrad, also L1 gedrückt ja, halten, ja. Dann mit R auf die Schleuder gehen und dann R1. Dann wird dir unten wird dir angezeigt, was du alles reintun kannst. Kannst auch Explosivpfeile und dann willst du da rein. Okay, okay. Perfekt. So, also zwei habe ich schon mal markieren können. Den einen am Fenster versuche ich zu holen. Okay, den treffe ich von hier aus nicht. Shit. Okay, die haben irgendwas entdeckt, aber nicht uns. Irgendwas, irgendjemand anderen. Wir sind noch uninteressant für die, sehr gut. Den Tumult sollten wir für uns nutzen. Ah, du wurdest entdeckt. Ja, bin gerade drin. Ich weiß nicht, wie viele Alarme die haben, aber ja, ich hab's da ausgeschaltet, alle. Perfekt. Ich glaube, da kommen auch noch Autos. Ich meine, ich hätte gerade Motorgeräusch gehört. Ja, ich nehme mich auch. Ich wurde entdeckt. Aber von wem? Hä? Ach, da oben, Scharfschütze. Kaum, ja. Ja, die Pfeile, das Ding macht echt laut mit dem Pfeil, ja. Ich habe gerade 4 Stück damit kurz weggeholt. Direkt mit einem Schuss. Ne? Mhm. Oh, wie cool sie da mit ihrem Messer hockt. Mhm. Die Raffinerie befreit keiner. Sehr gut. Na gut, rein theoretisch können wir sie jetzt nochmal plündern. Ich mag Außenposten befreien, also ich finde das gut, ich hab da Spaß dran. Jetzt haben sich die Zwillinge auf dem Schirm. Sorry. Normal. Ja, 125 haben wir jetzt gerade dafür bekommen. Ein Ethanol. Ah. Das ist schon wieder ein netter Bonus. Mhm. 2 Außenposten schon befreit. Ja. Nice.
Achso, was mir gerade einfällt, wo ich das mache, du kannst in diesen Dingens auch deine Beute eintauschen, so alles, was wir erjagt und gefunden und alles haben, kannst du dann gegen Materialien umtauschen. Also wie verkaufen halt. So, Maschinenpistole. Na, kann ich nicht bauen. Schade. Okay. So, okay. Dann. So, soll das Ding nochmal machen? Auf geht es. Achso, das ist die Schleuder in der Hand. Ich dachte gerade, was hast du für eine komische dünne Waffe in der Hand, weil der Pfeil so da rausgeragt hat, ne? Dann machen wir mal ein bisschen die Tano. Nur das Beste der Highwayman, ihr Ethanol. Zack. Sie haben sich die Raffinerie zurückgeholt und destillieren da Ethanol, also sollte genug da sein. Achte auf Alarmsysteme. Die rufen Vollstrecker. Ich gehe hier oben auf dieses alte Werbeplakat, war das glaube ich mal, dann versuch Leute zu markieren. Du kannst, wenn du dich in Gebüschen duckst, dann bist du unsichtbar in Anführungsstrichen. Das ist immer ein guter Tipp, Gebüsche als Markierpunkt oder sonst was zu nehmen. Oder sich da oder da einen Tumult abzuwarten, einfach in den Gebüsch hocken. Das kann man eigentlich immer ganz gut beherzigen. So. Also mehr kriege ich gerade nicht markiert. Einen hast du übersehen, aber der ist mir ganz direkt vor die Nase gerannt. Okay. Hat er dich entdeckt? Nee, ne? Nee. Er hat auch nicht. Ich versuche hier oben rechts den Scharfschützen. Der ging scheiße. Daneben. Jawohl, ich hab den Scharfschützen. Glück gehabt. Oh, ich werde entdeckt. Nein. Okay, er hat mich nicht. Mich interessiert die gerade gar nicht. Alarm ist aus. Zumindest einer. Ein Alarm ist noch übrig. Immer noch unentdeckt. Scheiße! Warte, da unten kommt einer. Wir sind immer noch unentdeckt. Der Wahnsinn. Er ist tot. Jawohl. Den habe ich auch. Lebt einer nur noch? Ja, zwei ja. noch. Zwei leben noch. Einer habe ich noch. Und einer sitzt oben. Ja. Ich habe jetzt gerade eben. Verbrannt. Ich weiß, ich habe den Wortfall. Ach so. Das bin ich. Jawoll. Oder so. Ein Alarm haben wir noch. Unentdeckt. Ja. Müsste. Nee, ich hab's ein bisschen entdeckt. Also einer hat eine Leiche gesehen. Der letzte hat mich gesehen, ja. Die Leiche ist egal bei dem Spielen. Also eigentlich müsste es sein. Befreit unentdeckt, siehst du? Ja doch, tatsächlich. Das hat nicht gezählt, weil ich den. Der konnte nicht alarmieren. Ich hab den nämlich direkt weggebrannt. Gut, du hast, glaube ich, einen Zeitraum von ungefähr 3 Sekunden, nachdem die dich entdeckt haben, um dich zu killen, und dann geht das trotzdem. Ah, ich war schnell genug. Das ist das, ja, sehr gut. Guck, da kriegt man nämlich einen dicken Bonus von 100, nämlich anstatt 25. Ja, hab's gesehen. Da wurden entdeckt. Ja, da kann man nämlich nachher ein Prosperity aufbauen. Ah, die machen Pfeile, die Pfeile machen Laune, weil du schießt die quasi fast runter. Ja. Und die verbrennen dann quasi. Ja, die ist schon gut, ne? Später auch, bei gewissen Tumulten oder so einfach einen Sprengfall einlegen und dann kannst du ganze Fahrzeuge mit 5-6 Leuten auf einmal einfach aus Entfernung schon wegholen. Das ist also wie gesagt, der Bogen auch für jede Stufe, der Bogen immer mit am als erstes herstellen am besten, weil das ist so eine Allround-Waffe. Das ist in jedem Fahrkartspiel ist das meine Lieblingswaffe. Der Bogen, beziehungsweise okay. Seitdem es die Schleuder gibt, ist die Schleuder auch noch dazugekommen. Die Schleuder sehe ich halt einfach mal unter die Bögen.
Gut, dann haben wir das auch erledigt. Da kann man also, da würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge oben weiter. Die Mission. Ja, die eigentlich der Plan war. Ja. Ja, klingt doch nach einem soliden Plan. Jetzt mit zwei Außenposten auf Stufe 2. Genug Ethanol im Gepäck. Ich hole mir mein Auto. Bau mir mein Auto. Ich baue mir mal eben ein Auto. Die Werkstatt muss auf jeden Fall noch gemacht werden. Das muss ich als nächstes noch machen. Oh, stimmt. Stimmt, die gibt's auch noch, die Werkstatt. Ja, für Fahrzeuge. Regenerieren. So, Fahrzeug ist da. Kann ich eigentlich, ja gut. Ich könnte die nächsten Fahrzeuge schon regenerieren, aber. Naja, alles gut. Das wollen wir gut. Ja nicht. Dann machen wir mal wirklich Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry New Dawn. Ja, muss gerade überlegen. Und dann schauen wir mal, was wir mit der Mission da oben machen.